Schon musikalisch war der Auftakt zur Ausstellungseröffnung in der Villa Pfennigsdorf ein Genuss. Und präsentiert wurden dann die Werke keines Geringeren als des italienischen Künstlers Marco di Piazza aus San Gimignano mit Bonner Wohnsitz, der seine Wahlheimatstadt von April bis Oktober 2016 zu einem öffentlichen Kunstraum macht. Die Idee hatte der Kanzler der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität. Der Grund ist der 200. Geburtstag. Und obwohl der erst 2018 gefeiert wird, leitet also das Kunstprojekt des Marco di Piazza dieses Jubiläum schon ein paar Jahre früher ein. Italienische Architekten und Künstler bauten für die Kurfürsten in Bonn. Und der Künstler Marco di Piazza hat nun 2016 auf dieser historischen Achse vom Rhein vorbei an der kurfürstlichen Residenz, also dem heutigen Universitätshauptgebäude, über den Kaiserplatz und die Poppelsdorfer Allee hin zum Schloss Clemensruhe und somit auch zum Campus der Zukunft seinen Parcours aus monumentalen Skulpturen aufgestellt, die untereinander formal und symbolisch verbunden sind. Im Garten der Villa Pfennigsdorf an der Poppelsdorfer Allee stellt der Skulpteur Marco di Piazza nun korrespondierend zu den Großplastiken seines Parcours Entwurfszeichnungen und kleinere Plastiken vor. Das Besondere ist eben, dass diese Skulpturen gewissermaßen transparent sind, und das ist ja ein Grundanliegen des Künstlers, dass nämlich nicht die Skulptur alleine irgendwo steht, sondern dass sie in diesem Parcours immer auf bestimmte Gebäude bezogen ist und dass man die Skulptur im Vordergrund sieht, aber auch durch die Skulptur hindurch auf das Gebäude, auf das sie sich bezieht, und dies wiederum in seiner Vorstellung eben Skulptur und Architektur als Gehäuse des Lebens der Menschen, die dort sind, mit bestimmten Funktionen, in diesem Fall von der Universität. Und ich finde es vor allen Dingen ganz faszinierend, dass wir hier in diesem Haus dieses Miteinander von Zeichnung, Karton, die einzelnen Phasen bis hin zu der Plastik dort draußen beobachten können. Und das ist dann der zweite Prozess der Arbeiten von Marco di Piazza, die man erstmal denkt, ein Künstler, der so subtile Zeichnungen macht, der muss dann aber ran mit dem Schweißbrenner und dem Plasmaschneider und dann diese Formen ausschneiden. Es sind viele kleine Formen, die dann zusammengeschweißt werden und die dann eine Skulptur ergeben. Und immer wieder sind dies keine abstrakten Formen, auch wenn es wie Blätter manchmal erscheinen mag, sondern sind meist figürliche Formen, die dort erscheinen und die dann die Skulptur im Ganzen bilden. Bis Oktober können die Bonner die Kunstwerke des Parcours noch bewundern. Doch angesichts der Eleganz und des hintergründigen Wechselspiels der Plastiken mit der Architektur im Stadtbild würde man sich eigentlich auch eine dauerhafte Präsentation wünschen.